kannst du jetzt zu Hause deine Verdauung unterstützen? Hier gibt es einige ganz einfache Tipps und Tricks aus dem Ayurveda, die du für dich anwenden kannst. Schau, dass du regelmäßig isst. Unser Verdauungstrakt liebt Regelmäßigkeit. Das heißt, wenn wir morgens, mittags und abends unsere Hauptmahlzeiten einnehmen, dann kann sich unser ganzer Stoffwechsel darauf einstellen. Achte darauf, dass du Pausen zwischen den einzelnen Mahlzeiten lässt, damit dein Verdauungstrakt die vorher eingenommene Mahlzeit auch wirklich komplett verdauen kann und die Nährstoffe bei dir im Körper ankommen und natürlich, dass vor allem dein Darm dann auch mal Pause zwischendurch hat. Achte darauf, dass du möglichst viele warme Speisen zu dir nimmst. Wenn du warme Speisen zu dir nimmst, hat dein Magen-Darm-Trakt, deine Verdauung weniger Mühe damit, die Lebensmittel wirklich zu zerlegen und aufzuspalten, dass sie aufgenommen werden können. Achte darauf, dass du vor allem morgens warm in den Tag startest. Das heißt, dass du zum Beispiel mit einem Porridge oder einem warmen Haferbrei oder einer warmen pflanzlichen Milch deinen Tag beginnst. Vielleicht fragst du dich, warum man gerade am Morgen warm essen sollte. Wenn wir morgens aufstehen, ist unser Körper und vor allem unser Stoffwechsel natürlich von der Nacht noch ein bisschen träge und muss auch erstmal in den Tag starten. Das ist im Ayurveda die klassische Kapha-Zeit, also die sehr erdlastige und kühle Zeit. Und hier ist unser Verdauungsfeuer, unser Agni, wie wir das im Ayurveda nennen, einfach noch nicht auf Hochtouren. Und deshalb ist es wunderbar, wenn wir hier etwas Leichtes, Bekömmliches und auch Warmes essen, um dieses Verdauungsfeuer oder allgemein die Verdauung anzuregen und nicht zu belasten. Deine Hauptmahlzeit sollte wirklich am Mittag eingenommen werden, denn da ist dein Verdauungsfeuer am aktivsten. Das heißt, dein Magen ist darauf vorbereitet, jetzt zu arbeiten und natürlich brauchst du auch für den Rest des Tages gute Energie, dass du konzentriert durch den Tag gehen kannst und voller Energie deine Aufgaben erledigen kannst. Häufig haben wir hier das Problem, dass wir mittags eine große Portion essen und uns danach sehr, sehr müde fühlen. Das liegt per se nicht an der Portionsgröße, sondern es liegt eher daran, dass wir sehr, sehr schnell essen oder dass wir Speisen essen, die sehr, sehr schwer sind. Das ist das Problem. Wenn du mittags darauf achtest, dass du eine leichte Speise isst, also viel gedünstetes Gemüse, Hülsenfrüchte und wenig Rahmsoßen, wenig Fleisch, dann wirst du merken, dass du trotz einer großen Portionsgröße mehr Energie hast, als dir die Verdauung dann nimmt. Wenn du allein diese paar Tipps für dich in deinen Alltag umsetzt, dann tust du deiner Verdauung wirklich etwas Gutes und sie kann aus ayurvedischer Sicht vollständig und gut funktionieren.